Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Life is Strange 2, dem Spiel von Square Enix und Dontnod, die Fortsetzung von Life is Strange 1, das aber, so wie ich das verstanden habe, so gar nichts mehr mit dem alten Spiel zu tun hat. Und oh mein Gott, ist diese Musik einfach direkt schon wieder unglaublich schön. Ich gehe mal hart davon aus, dass die Musik gerade noch recht laut ist, die mache ich gleich sofort leiser. Hier steht, drücke irgendeine Taste, das machen wir auch sofort. Kurz einmal zur Situation. Ich habe mir exakt den Launch-Trailer angeguckt von diesem Spiel und ansonsten noch gar nichts. Das heißt, ich weiß nichts über dieses Spiel. Manche konnten ja schon hier und da irgendwie 20 Minuten Demo anspielen oder sowas. Ich nicht, also ich weiß halt wirklich gar nichts. Wir gehen da komplett blind rein. Und ich drücke jetzt einfach mal irgendeine Taste. Indem du fortfährst, stimmst du unseren Datenschutzrichtlinien zu. Ja, mache ich. Speicherstand 1. Gerne. Kann ich... Gibt es irgendwo Optionen vielleicht? Hast du Life is Strange Season 1 gespielt? Yeah, boy. Hast du Acadia Bay geopfert? Bedeutet, ich habe Chloe gerettet. Richtig? Habe ich nämlich nicht. Nein. Justiere den Gamma-Cursor, bis das zweite Logo kaum noch sichtbar ist. Ich stelle sicher, dass dein Bildschirm richtig eingestellt ist. Also ich sehe das zweite Logo kaum noch. Passt schon. In der Aufnahme ist das ja sowieso immer noch ein bisschen anders. So, Optionen. Einstellungen. Audio. Ich schau mal gerade. Ich glaube, so müsste das gehen, oder? Also ich hoffe, dass ich so noch selber laut genug bin. Es kann halt zwischendurch mal sein, dass wieder irgendwelche Effekte sind. Man kennt es ja noch aus Life is Strange 1. Wenn ihr das nicht geguckt habt, dürft ihr das gerne tun. Ich habe das irgendwo im Moment auf meinem Kanal recht auffällig platziert für die Leute, die das vielleicht interessiert. Dass man eben manchmal so harte... dass man irgendwie so laute Soundeffekte hat, wenn da mal wieder irgendwie ein Gewitter losgeht oder irgendwie sowas. Kann halt sein, dass das durchaus der Fall ist. Dann ist es natürlich laut. Aber ich lasse es jetzt einfach erstmal so, dass wir die Hauptlautstärke ein bisschen runtersetzen. Sprachen und Untertitel. Textsprache Deutsch. Untertitel ja. Name des Sprechers anzeigen nein. Größe der Untertitel normal. Hintergrund der Untertitel nein. Brauchen wir nicht. Also ich denke mal, die gesprochene Sprache im Spiel wird, denke ich mal, wieder Englisch sein, was ich auch gut finde. Dann hat man eben deutsche Untertitel und deutschen Text. Damit solltet ihr dann ja, denke ich mal, auch alle klarkommen. Hat ja bei den letzten Spielen auch immer geklappt. Steuerung brauchen wir nicht, Audio brauchen wir nicht, Video. Passt schon alles. Ja, ist alles hoch, passt. Sollte gut aussehen. Und dann... wir haben Extras. Also ich habe, um das auch nochmal zu sagen, Square Enix war so unglaublich freundlich und hat mir auch hier, wie bei Life is Strange 1 und Before the Storm, auch wieder einen Key zur Verfügung gestellt. Bedeutet, wir haben quasi, glaube ich, das ist dann die Vorbesteller-Version, wieder mit so ein paar Extras mit dabei. Wie gesagt, ich habe mich überhaupt nicht reingelesen, was es da alles gibt. Das werden wir bestimmt im Laufe der Zeit noch rausfinden. Ich drücke jetzt einfach auf neues Spiel, weil ich nehme das heute am 27. auf. Ich möchte das Video heute noch raushauen, also nicht lang schnacken, Life is Strange spielen. Officer Matthews, I've got a 1010 in progress. 1452 Lewis Avenue. I'm gonna need backup. Copy that. All backup available. It's gonna be all right. On the ground.
backup. I repeat, we need backup. Okay, update time. You heard back from Jen yet? No. I'm sure she'll reply at some point. Let me take a look at the situation. Hey, Jen, you going to the party tonight? Dude, we talked about this. Could you have any less game? I'm no good at this. Ooh, how about... Yo, Jen, see you at the party. Let me know if I should bring handcuffs. Oh my god, you thirsty bitch. Here, let Lila the Love Witch work her magic. Okay, just don't make me sound like a loser. I said matchmaker, not miracle worker. Hey, hold on. Let me check it before you send. Too late. Would be awesome to see you there? What? I could have texted that. It's a good start. She'll text back, you'll see. You know, I don't even know if I want to go tonight. Oh, please. It's gonna be fun. You hate every party. Oh, because they're all the same. Too many people, too fucking loud, everybody's wasted. Yes, Sean, you just described a party. Well, the suspense is killing me. It's Dad. Wants to know if I'm coming home after school. Jeez, I'm not a 10-year-old. He just cares about you, Sean. Anyway, you should be happy your dad's looking out for you. Oh, it's Jen, saying she can't wait to see us at the party! What? Really? Yes! Told you I would work my matchmaker magic! So what should I wear tonight? A condom. Oh, haha. Paying plenty of attention in sex ed class, I see. Hey, lovebirds. Back from the loony bin? Shut the fuck up, dickhead. Damn, your neighbor's an asshole. Yep. Always true to himself. Man. We need to find a couch for your yard one day. Ooh, careful. Last time my dad almost busted me out here. Because you were alone? Your dad wouldn't bust me. He loves me. So, you want a hit or not? Nein, wir rauchen nicht. Nah. Maybe at the party. Track stars aren't supposed to smoke, you know? Yeah, sure. I'll remember this when you're begging for a spliff tonight. Speaking of weed, I got that covered tonight. What else do we need? Eric said his parents don't leave shit at the cabin, so we better make an official party list. Hey, whoa, what the hell are don't you doing? Don't move. You're my human post-it note. First, we need money for supplies.
munchies, chips and dip, soda, etc. This better wash off. And of course, we must not forget the booze. I can probably snag a six-pack from Dad if he's got enough. Hey, did you ever think of maybe just sending a text instead? Oh, right. Blankets. It's gonna get so chilly tonight. You and Jen are gonna need something to snuggle under. Oh, one last thing. C-O-N-D-O... Oh, stop. You're out of room, punk. Gute Zeichnung, ist das ein Penis? Was ist ein Penis? Was? Whoa, good drawing, Lila. Daniel's teacher would be proud of you. Ha! The pretentious artist has spoken. Don't fall asleep before me tonight, or you might see more of my skills. You wish. These fucking planes, man. I want to hate them, but I'll miss them so much if I move somewhere else. Shit changes so fast. I get so emo sometimes, wondering what will happen to us once we graduate. Will you still be my BFF? Will shit ever get better than 1452 Lame Avenue? Immer Freunde, no es posible. Wir werden immer Freunde sein. Oh Gott, jetzt werden wir bestimmt nicht immer Freunde sein. Und dann sagt sie später, du hast gesagt, wir sind immer Freunde. Ach Gottchen. Yeah, man. Friends forever. Yeah, but what happens if we go to different colleges? Or you get sick of me? Whatever. You heard of the internet? No way distance can tear us apart. We're freaking fighters. Yeah, you're right. Best freaking fighters forever. Okay, it's getting way late and I gotta pick out my outfit for tonight. Skype me later when you're ready. Hugs. Talk to you soon. Wollte sie nicht rauchen? Naja, soll mir egal sein, befürworte ich sehr. Hello, also, dass sie es nicht getan hat. Hey! Perfect timing. Just the son I wanted to see. Oh, sure. But I'm a little busy. Did you see Lila? She said we can go to the movies next week. She said... Dude, bug her, not me. You're not exactly her type. You're lucky she puts up with you. Ugh, jeez. Thanks, Pop. I feel really supported right now. You're welcome. And now we need an objective judge. That would be you. Really? Hey! No fair. Court is in session. Judge Diaz, presiding over the case of the last Choco Crisp. I have to go, get ready for a party and stuff. So... Well, if you want to attend to a party and stuff, you have to earn it, Your Honor. Oh, shit. Hey, he swore. Yes, I heard tattletale. Please, Judge Diaz. Be an example to the court and society. Then you can go hook up or chill or whatever. Now, who deserves to eat this final Choco Crisp? Your adorable little brother who eats about 10 bags a week, or your poor, suffering father who slaves over a hot engine to provide his family with a home and a garage? Me. Come on, Judge. Shh. Let him decide. Judge, the verdict, please. Ihr seid beide schuldig. Senor Diaz gewinnt. Daniel ist unschuldig. Also Daniel ist das Kind. So, wenn wir das dann sagen, dann kann er das essen. Senor Diaz gewinnt, oh. Dann kriegt Vater den und ihr seid beide schuldig, dann nehmen wir uns den wahrscheinlich, richtig? Oh nein! Ah! Das Problem ist, man sieht ja im Trailer, dass wir irgendwann, glaube ich, mit unserem kleinen Bruder nur noch on Tour sind. Das heißt, Papi ist dann wahrscheinlich weg. Das heißt, vielleicht stellen wir uns einfach schon mal mit dem Bruder. Gut. Andererseits wollen wir gerne auf die Party gehen.
Oder diese Entscheidung hat tatsächlich null Auswirkungen, weil es geht halt einfach nur um einen verdammten Schokoriegel. Ey, wie fängt das hier denn schon an? Ich kriege mich schon über einen verkackten Schokoriegel nicht entschieden. Was ist das denn später, wenn das die wirklich wichtigen Entscheidungen sind? Oh. Ihr seid beide schuldig, dann hassen sie uns halt wahrscheinlich beide, ne? Wollen wir den einfach nehmen? Nach dem Motto, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte? Ach komm. You're both guilty of wasting my time. Case closed. What? No fair. Dad. Dad. What is this? My own flesh and blood tosses me under the bus. He sucks. Okay, back to work. I hear an engine calling my name. And you better play nice together, like you always do. Yeah, I have to do work in my room too. Yeah? Don't hurry back. Okay. Let's get this party list started. Sehr schön. Oh, jetzt hat man endlich mal Zeit zu reden. Ich finde, in Life is Strange hat man immer so viel Videosequenzen, dass man überhaupt keine Zeit hat, irgendwie zu reden. Ich frage mich übrigens schon, ob das wieder so wird wie bei Before the Storm, wo Chloe sich quasi ihre To-Do-List auch immer auf die Hand geschrieben hat. Ob das bei uns jetzt auch sowas wird. So, wir haben eine leere Verpackung. It's good to be the judge. So. Was haben wir da? Wütender Hinweis. That's right. Qué pendejo. Qué pendejo. Mr. Diaz, your property line overhangs on mine and your children are loud and won't stay on their side. I have told you many times to build a legal, proper fence no higher than 6 feet according to Seattle Land Use Code between our two properties and you have not done it yet. I know my rights as a US citizen and maybe you don't and I expect you to also follow the rules. If you do not build a proper fence, then I might take you to small claims court for damages. Okay, unser Nachbar möchte also, dass wir einen Zaun bauen, damit die Kinder da nicht immer, also ich kann es ja auch nochmal auf Deutsch anmachen, dass die Kinder da halt nicht immer nicht auf unserer Seite bleiben und er soll halt einen Zaun bauen. Und ansonsten geht es halt vor Gericht für Schadensersatz. Also quasi ein bisschen pingelig, der Dude, ne? So. Wir sollen also hier die Partyliste abarbeiten. Das ist Papas Zimmer. Ja, ich wollte mir das ansehen. Do not enter. Ever. Okay. Trust me, Dad. I won't. Okay. Every Christmas, Dad wants to watch the Lord of the Rings trilogy with us. Nee, Herr der Ringe. Cool. Herr der Ringe nicht, aber öffne deinen Rucksack mit. Ist hier? Ey, oh, wie cool. Wir sehen sogar hier unser Geld, was wir noch haben. Wir haben ja in case you need help with math. Also falls wir mal Hilfe brauchen. Oh, die Musik. Oh, Life is Strange Musik ist immer so schön. Falls wir mal Mathe-Nachhilfe brauchen, das daneben kann ich jetzt nicht genau erkennen, unser Portemonnaie. Ich meine, entweder ein Ausweis oder Schülerausweis, Foto von unserem Vater, Schlüssel, Akku, Kopfhörer, USB-Stick. Ist das andere da? Dieses? Ist das Skateboard-Werkzeug? Ich war seit einem Monat nicht im Park. Wenn es anfängt zu regnen, ist es zu spät. Okay. Wasser. Ich gehe nie irgendwo ohne Wasser hin. Dieser Herbst war bisher echt trocken. Kopfhörer, diese Gesellschaft. Okay. Der ist seit Monaten da drin. Ich weiß nicht mehr, was da drauf ist. Es kommt mir vor, als lebten wir schon ewig hier. Schon 10 Jahre. Das nehme ich besser mit zur Party. Nur für den Fall. Handy-Ladegerät. Ja, ist im Zweifelsfall immer nicht schlecht. Sie hat mir vor ein paar Wochen geholfen. Sie ist echt cool. Ah, ist von Jen. Papas Feuerzeug. Ich liebe dieses Feuerzeug aus Papas Kindertagen. Ich würde ihm weniger gefallen, wenn er wüsste, warum ich es... Das würde ihm weniger gefallen, wenn er wüsste, warum ich es behalte. Ja, damit du rauchen kannst. Ich werde allerdings versuchen, das hier nicht zu verlieren, wie auf der letzten Party. Ausweis. Gibt es ein universelles Gesetz, das besagt, wir müssen auf
Wir müssen auf Dokumenten aussehen wie Idioten. Tatsächlich gibt es das, ja. Leila sagt, ich sehe aus wie Papa. Ich nehme an, das ist ein Kompliment. Jo, der Vater ist nicht hässlich. Noch ein Jahr, dann brauche ich kein Mathe mehr. Ah, man kann auch einfach so durchscrollen. Schön. Kaum zu glauben, dass ich das Teil seit der 8. Klasse habe. Ich hasse Multiple-Choice-Fragen. Ich rate immer falsch. C+, ja, das ist eine 3+ bei uns so ungefähr. Das geht doch. Ich wünschte, das hier wäre die Art Buch, die wir in der Schule lesen. Und die verteilen sie ständig in der Schule, aber sie landen immer im Müll. Don't be bullied. If you're the victim of bullying, you are not alone. Also mal wieder so ein Anti-Mobbing-Ding. Man hat ja schon in Life is Strange gesehen, wie toll das hilft. Inventar und Ziele. Snacks suchen, Jinx für Aries Party finden, Papa um Geld bitten, eine Decke finden. Papa, bist... wieder SMS, die sind interessant. Das sind immer diese ersten Folgen, ne? Wo man alles hier angucken muss. Kein Training heute, Team, verstanden. Überdehn dich heute nicht und kein Stress. Mach ich nicht, ich bin bereit fürs Rennen. Das seid ihr alle, ich bin stolz auf mein großartiges Team. Ruht euch gut aus. Danke, gute Nacht, Coach. Hey, Sean, du bist heute ein gutes Rennen gelaufen. Nicht gut genug, Coach, tut mir leid. Ich habe dir gesagt, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Du hast am Ende etwas gestrauchelt, aber das können wir richten. Wir müssen nur an deinem Tempo arbeiten. Ich habe es versucht, sie haben es gesehen. Habe ich, du bist schnell und hast Kampfgeist. Nicht jedes Rennen gehört zur Olympiade. Ich bin stolz auf deine Leistung. Gewinnen wäre besser. Vielleicht ist das nicht mein Ding. Tut mir leid. Ups. Danke für die Unterstützung, Coach. Danke, dass du da bist, Sean. Wir reden morgen beim Training weiter. Erhol dich, Sprinter. Von wann ist das? Vom 9.9. Welches Datum haben wir heute? Der 28.10. Okay. Adam. Spiel um 9, bin dabei. Wie steht's mit Eric? Hängt mit Megan rum, was auch immer. Sei nicht neidisch. Oh, bitte, nicht mein Stil. Leila. Scheiß Hausaufgaben. Okay, ich kaufe Snacks und be right back. Mach nur bereit zum Umnieten. Wir brauchen nicht, okay. Hey Sean, kannst du heute um 15.30 Uhr anfangen? Hey Boss, ja. Du bist mein Held, ich schulde dir was. Wie wär's mit einer Gehaltserhöhung? Verbindung war weg, ich sehe dich um 15.30 Uhr. Hey Boss, Sean Diaz hier. Wie viel verspätet? 15 Minuten Lauftraining. Tut mir leid, Boss. Komm so schnell wie möglich her, hier ist viel los. Bring mir so ein Pumpkin Spice Ding mit und wir sind quitt. Abgemacht. Hey Boss, Sean Diaz hier. Wie viel verspätet? Krank. Kater? Niemals. Wie krank? Krank aus beiden Öffnungen. Igitt, bleib zu Hause. Tut mir leid. Erhol dich einfach Inventur nächste Woche. Wir brauchen dich. Ellery. Bist du da? Hast du mein Facebook gesehen? Nein, es ist 4.20 Uhr. Ich relaxe im Park mit Leila. Siehst dir an, du Kiffer. Das haben mir meine Eltern gerade geschickt vom letzten Rennen. Tolles Foto. Papa wird durchdrehen. Die Weiber stehen auch drauf. Wo? An welcher Schule? Du bist eine Nullnummer. Jep, aber guck dir die Trophäe an, du Arsch. Größe spielt eine Rolle. Leila. So. Uiuiui, das ist viel. Aber das könnte vermutlich interessant sein. Es tut mir leid, die erste Folge ist jetzt erstmal wieder voll viel Informationssammeln hier. Ich denke, ich werde die erste Folge auch ein bisschen länger machen. Denke ich mal. So, hey, wach auf. Vom 15.09.2016. Haben wir immer noch 2016 in dem Spiel? Ich weiß es nicht. Hey, wach auf. Du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Behandle mich nicht wie einen Geist. Buh. Netter Versuch, aber ich bin ein Ghostbuster. Du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Nein, du bist ein Arsch. Das hat sie gesagt. 2010 hat angerufen und will sein Meme zurück. Wir müssen reden. Bist du da? Ja, aber erledigt. Training, dann Arbeit. Öde. Sei nicht neidisch. Lass mich was essen und dann bin ich für dich da. Okay, Skype später. Bereit für Skaten morgen? Ich habe meinen neuen Untersatz. Ich sehe dich im Park. Ich bin um 4 da. Ich werde um 3 da sein. Willst du dir hier die neue Folge angucken? Gerade runtergeladen. Ich arbeite heute, sorry. Warum musst du arbeiten? Damit ich dir ein Ticket für Misty Mais kaufen kann. Für deinen Geburtstag. Tut mir leid. Was, hör auf, nie im Leben. Aber ja doch. Oh mein Gott, ich liebe dich. Jetzt weiß ich wieder, warum du mein bester Freund bist. Du hast es verdient, manchmal. Bist du noch auf der Arbeit? Leider. Ich brauche Hilfe bei Statistik. Oh, epische Unterhaltung im Anflug. Doch, Leila Hawking ist hier, um mich zu retten. Scheiße, dem ich erkunde will, noch eine Mokka. Reden heute Abend. Okay, vergiss mich nicht. Hey, was? Du bist scheiße. Okay. Gehst du morgen zum großen Spiel? Scheiß auf den Lärm. Unser Team ist scheiße. Anna will hin. Sie mag die engen Hosen. Was auch sonst. Du gehst nicht? Alter, Laufen ist genug Sport für mich. Wer zur Sportskanone? Hör auf. Komm schon. Wenn ich hin muss, musst du auch. Bitte? Hallo? Ich hab dir einen YouTube-Link geschickt. Siehst du an, fick dich, jetzt bluten meine Augen.
Du bist sowas von zu spät am Arsch. Zu müde nach gestern Nacht. Deine Schuld, du Käfer. Und ich musste Daniel zur Schule bringen. Oh, bring meinen Liebsten mit her. Klar, bin schon dabei. Soll ich Allison sagen, dass du zu spät kommst? Sag ihm, er kann mich mal. Ich hab eine OPE für die erste Stunde. Was ist OPE? Offizielle Papa-Entschuldigung. Warum ist dein Vater so cool? Adoptier mich. Nie im Leben, du isst zu viel. Du würdest uns Taco um Taco ruinieren. Aber ich liebe Tacos. Ja, ich bin angepisst, du. Leg die Bon weg. Ich kapier's nicht. Ich bin angepisst von dir. Warum? Ich hab dir gesagt, warum. Wann? Wenn ich ankomme. Jetzt? Hallo? Herzlichen Glückwunsch. Du bist fast eine richtige Erwachsene. Und du hast eine sehr erwachsene Nacht mit Trinken verbracht. Hab Nachsicht mit mir. Mamilein hat mich zu ihrer Schwester geschleift, war so öde, hat mich mit meinem Cousin betrunken. Jetzt fühle ich mich wie scheiße. Das darf man nur als Erwachsener nur missraten. Du musst dich entgiften. Geht klar, Coach. Danke für den Hinweis. Ich entgifte mich nach Misty Mais heute Abend. Yeah, wir lassen es in the late bar krachen. Ich kann es kaum erwarten. Ich schlucke nur kurz mein Gewicht in Tylenol, dann Skype fürs Planen. Dem ist weg, wie erwartet. Bester Geburtstag aller Zeiten. Danke nochmal, Alter. Liebe dich. Hey, kennst du Jen Murphy? Ist für einen Freund. Oh mein Gott, ich wusste, du stehst total auf sie. Hör auf. Sie ist super niedlich und nett. Ich bringe euch zwei zusammen. Hör auf. Leider kein Sterbenswort zu ihr. Du tust es nicht, also muss ich. Alter, hallo? Jen hat mich im Unterricht nach meiner Nummer gefragt. Was hast du ihr gesagt? Dass du ein Loser bist, aber sie steht auf Loser. Im Ernst, was hast du gesagt? Verdammt, entspann dich, Mann. Ich habe nur gesagt, ihr zwei solltet mal abhängen. Tut mir leid, dass es mich kümmert. Oh, scheiße. Nicht mein Job. Bist du echt sauer? Hast du Jen getextet? Nein, mache ich aber. Wann? Bald. Kneif nicht, Loser. Alter, hab den Bus wieder verpasst. Checkt Lipton die Anwesenheit? Jep, hab ihm gesagt, du warst zu high. Alter, Witz, hab gesagt, du bist vermutlich trainieren. Danke, stimmt auch fast. Ich renne. Den Schweiß muss ich ja nicht mal vortäuschen. I, eklig. Hola, du hast gerufen. Hi, Laila. Daniel? Ja, was machst du gerade? Ich unterhalte mich mit meinem liebsten Dias. Der kleine Scheiße hat sich mein Handy genommen. Sei nett zu meinem Freund. Oder ich trete dir in den Hintern. Hast du dir die Gestörten angeguckt? Natürlich, Papa ist sauer, dass er mich nach einem Joint gefragt hat. Ich ertränke meinen Kummer in Memes. Auch nicht schlecht. Scheiß drauf, ich geh schlafen. Okay, Alter, grübel nicht so viel. Ich versuch's. Danke. Im Ernst mal, er wird doch nicht gewinnen, oder? Weiß nicht, Mann. Scheiße, ich will nicht mehr auf diesem Planeten leben. Okay. Laila, dann haben wir noch Eric. Okay, das ist wieder kürzer. Hola, da. Du hast deine Schuhe vergessen, Kiffer. Kein Scheiß, die sind fies. Genau wie du. Ey, Team, bleibt's bei heute? Ich kann nicht. Was zum Teufel? Zieh nicht den Schwanz ein. Mein Padre muss arbeiten, also muss ich bei Daniel bleiben. Bring ihn mit. Fick dich. Sorry, ich muss den großen Bruder spielen. Geht ohne mich. Sag Bescheid, wenn Papa Bär früher nach Hause kommt. Wir sammeln dich ein. Ey, Team, Halloween-Party in der Hütte. Nächsten Freitag. Bringt Getränke mit. Ja, warum nicht? Du kommst oder es setzt was? Es setzt nada, du Kiffer. Leck mich am Arsch. Laila kommt. Sie ist echt die coolere von euch beiden. Kein Scheiß. Wäre super, dich dort zu sehen. Oh, Jen. Hey, Jen. Sean Diaz hier. Hi, was geht? Nicht viel bei dir? Relaxe mit Netflix. Würde ich jetzt auch gern. Die Mathehausaufgaben machen mich fertig. Brauchst du Hilfe? Ja, ich glaube schon. Klar, geht morgen nach der Schule? Das wäre super. Kannst kaum erwarten, diese Hausaufgaben zu erledigen. Hey, ich bin jetzt in der Bibliothek. Cool, ich bin unterwegs. Wie ist dein Test gelaufen? Ich habe eine 2. Du bist die Beste. Hurra, freut mich, dass ich helfen konnte. Ich schulde dir was. Das werde ich mir merken. Wie geht es dir? Bist du noch da? Sorry, bin auf der Arbeit. Übel gelaunter Boss. Ich will dir keinen Ärger einhandeln. Melde dich später, wenn du magst. Okay. Goldberg ist heute krank. Super, ich war zu spät, wie immer. Gern geschehen. Hey Jen, gehst du heute auf die Party? Wäre super, dich dort zu sehen. Uff, Leuten funktioniert fast. Oh Gott, das ist auch so lang. Ah! So, und hast du vergessen, dass du mir in der Werkstatt helfen wolltest? Unterwegs. Ich habe es dir nur 10-mal gesagt. 2-mal. Sei kein pumpiger Papa. Warte, bis du hier ankommst. Oh, oh. Hab dich lieb. Haha, so leicht kommst du nicht davon. Kannst du heute deinen Bruder von der Schule abholen? Bitte, bitte. Heute ist der Tag der Kundenbeschwerden. Papa, ich hatte Pläne mit Laila. Ich auch, nur nicht mit Laila. Ich kann nicht alles alleine erledigen, Micho. Ich weiß, okay. Schuldgefühle einreden 2016. Danke sehr, Sohn.
Tolles Rennen heute, Sohn. Stolzer Papi. Danke, ich bin bald zu Hause. Hänge nur mit dem Team rum. Okay, ich koche heute meine Spezialnudeln, damit du wieder zu Kräften kommst. Lecker, super. Viel Spaß auf deinem Konzert, Sohn. Ich hoffe, Laila gefällt ihr Geschenk. Danke. Und keine Dummheiten. Jedenfalls nicht zu viele. Keine Sorge, Papa. Liebe dich, Papito. Oh mein Gott, du bist jetzt schon betrunken. Pass auf dich auf. Ich liebe dich auch. Bist du noch auf der Arbeit? Ich besorge für heute Abend etwas von Red Dragon, falls es dir und deinem Bruder passt. Dann direkt nach Hause. Cool, ich bin hungrig. Hi, hungrig. Ich bin Papa. Gesichtspalme. Oh Gott, diese deutsche Übersetzung. Jedenfalls Facepalm reicht hier nicht aus. Oder reicht hier nicht mehr. Papa Witze Simulator 2016. Du bist in Schwierigkeiten. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Tut mir leid, dein Bruder hat sich das Handy geschnappt. Aber du bist in Schwierigkeiten, Sohn. Ruf mich sofort an. Ein Kunde hat mir Tickets für Lucha Libre diesen Freitag gegeben. Da du Hausarrest hast, bleibt dir nichts anderes übrig, als mit mir zu kommen. So cool, Bestrafungen sind echt nicht dein Ding. Ich weiß, mach dich bereit zu feiern. Muss ich eine Maske tragen? Du und ich würden ein tolles Team sein, Los Diablos Locos. Ich habe heute einen Haufen Hausaufgaben zu erledigen. Ja klar, ich sehe dich im Ring. Foto von den beiden, ihr seid verrückt. Ein Foto von ihm und Laila. Bist du beim Fernsehabend dabei, Micho? Top Gear und Pizza. Klingt cool, aber ich habe dir doch von Erics Party erzählt. Oh ja, der Hüttenjunge, da müssen wir uns unterhalten. Echt? Ich war schon mal da. Bist du bald zu Hause? Puh, das war jetzt viel. Moment, habe ich noch irgendwas? Das war das Handy. Und das ist, was ist das? So ein Notizbuch? Ein neues Sketchbook, wo er so Sachen reingemalt hat. Er ist ein guter Zeichner. Hier steht ein... Ach, das ist wieder die Nummer von Jen. Okay, gucken wir uns irgendwann mal genauer an. Hier ist das Fenster. Dann können wir hier mal... Can't wait for the rain. Makes me feel like drawing. Okay. Hier hängen die ganzen Bilder an der Wand. Das sind Sachen, die wir gezeichnet haben? Möglich. So, was haben wir hier? Man, is there any more boring sport than baseball? But bestimmt. You do, Dad. Bestimmt, bestimmt. Altes Essen. Dad hates sushi. But he orders it anyway for us. Oh. Das ist ein Buch. I'm not that into cars, but these are pretty bitching. Okay, gucken wir doch einfach mal gerade. Big Wheels, Muscle Cars der 60er Jahre. Achso, ich dachte, man könnte sich da jetzt so ein bisschen was angucken, wenigstens. Da unten ist noch ein Headset. Daniel spends hundreds of hours yelling into the mic playing Minecraft with Noah. Künstlicher Kürbis. Jeez, how old is this? Find den cool. Had it since I was 10. Sieht cool aus. Eine Playbox. I don't know who plays more. Daniel or Dad. Nicht du. I could just stay home and binge Top Gear with Dad and Daniel, but not tonight. Not tonight. What if Jen came over? We can build a fire and... Dude, stop. Okay, ich sehe schon, das hat so ein bisschen... I need to take care of that party list. Ah, chill. Schultasche. Better pack for the party. Ach so. Ja, okay. Turnschuhe, brauchen wir die? It's nice going jogging with Dad every once in a while. Though he's way too chatty. Dann ist noch Spielzeug. Dad flips out if I don't pick up my stuff. But Daniel leaves his shit all over. Oh, armer Junge. Hat schon so ein bisschen einen anderen Grundvibe als die bisherigen Life is Strange Spiele. Ein Detox-Smoothie. Dad tries so hard to get on a healthy diet. I can't wait for him to be on Instagram. Geldglas. Real funny, Dad. Ach, Drug Money. München stehlen. Ich frag ihn lieber erst nach Geld. Ich weiß ja im Zweifelsfall, wo wir was herkriegen. Meet the Diaz. Organization experts. Aha.
Lesen. Keine wöchentliche Hausarbeit, damit seid ihr gemeint. Sean saugen, Zimmer aufräumen. Daniel Badezimmer putzen, Küche putzen, Zimmer aufräumen, Papa putzen, Pizza, Sean größer als Papa, größer als ich, Powerbär, Sean kacke. Okay. Da was draufmalen? Nee, ne? Dann haben wir hier. What the? Is Dad baking something? Warum nicht? Haben wir hier noch irgendwas? Schrank öffnen.